Wir haben grundsätzlich Probleme mit zu wenig Arbeitskräften und wir hatten sehr hohen Personalaufwand für das Verbringen von Ware auf Paletten. Ich selber musste hier früher aufstehen und händisch meine Paletten stapeln, was auf dem Tag verteilt natürlich sehr anstrengend ist. Mein Name ist Christopher Borowski, ich bin hier der Produktionsleiter. Und meine ersten Schritte, die ich hier gemacht habe, waren zufälligerweise auch hier in der Verpackung. Mein Name ist Simon Gunnemann, ich bin der Geschäftsführer der Gebrüder Hack Feinbackwaren GmbH. In erster Linie war uns wichtig bei der Suche nach Lösungen, dass wir ein System finden, das genauso flexibel wie unsere Produktion aktuell ist. Mobilität war für uns auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Das liegt einfach daran, dass wir hier die unterschiedlichsten Verpackungslinien haben. Wir sind nicht darauf angewiesen, die Lösung fix an einem Ort zu verankern und da zu betreiben, sondern wir können in sehr kurzer Zeit mit relativ wenig Aufwand die ganze Einheit versetzen an eine andere Position und da ohne viel einmessen und einstellen und kalibrieren weiterarbeiten. Zunehmend war auch wichtig, dass die Lösung möglichst einfach und schnell eng mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten kann. Das Einrichten an sich hat so eine Woche gedauert. Für die Bediener selber in der Produktion, das war ein Tag. Und danach waren die meisten eigentlich auch fit damit. Die Lösung aktuell lässt sich wunderbar integrieren. Es ist sehr unkompliziert für die Mitarbeiter, die zu verstellen, einzustellen und auch zu verschieben. Wir konnten die Personalknappheit in gewissen Teilen reduzieren, weil wir natürlich Mitarbeiter von diesen Aufgaben abziehen konnten, die dann wieder frei waren für Aufgaben, wo eventuell vorher noch jemand gefehlt hat. Jetzt, wo der Roboter hier voll im Einsatz ist, ist es für mich sehr gut. Dadurch habe ich nämlich viel mehr Zeit, mich auch um andere Dinge in der Produktion zu kümmern.